Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Lisa, viele haben Abteilungen und Teams haben bereits Ablagesysteme, wo sie ihre Dateien und Dokumente speichern. Müssen sie die jetzt irgendwie alle umziehen auf Teams, um loslegen zu können? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, das ist so eine Sache. Teams bietet ja die Möglichkeit, unterschiedlichste Informationsquellen zu sammeln. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, der auch Dateien auf einem SharePoint On-Premise hat, also nicht in der Cloud, sondern auf den eigenen Serversystemen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass man dafür eine Registerkarte verwendet innerhalb von einem Kanal. Ich würde dir das einfach mal zeigen. Ja. Wenn wir hier in unserem Team oben neben Dateien auf das Plus klicken, können wir weitere Registerkarten hinzufügen. Und ich würde das eben über die Website lösen. Das heißt, ich nenne das jetzt eben hier Dateiablage und füge dann den Link zu dieser Quelle ein, also zu dem SharePoint. Und dann würde ich das einfach speichern. Cool, muss ich da irgendwas beachten? Naja, es ist letztendlich so, dass ich ja nur die Informationen hier sammle. Das heißt, ich habe letztendlich niemandem die Berechtigung auf diesen Link gegeben, sondern nur einen Link geteilt. Mhm. Das heißt, die Berechtigungen bleiben gleich. Und es ist eben auch so, dass wir die Dateien hier nicht in Teams abgelegt haben. Okay, das heißt, wenn ich also das ermöglichen möchte, dass alle gemeinsam an einer Datei arbeiten können, dass ich nicht dieses Versionschaos habe, lege ich die Dateien am besten gleich in Teams ab. Aber es ist auch kein Problem, wenn ich bestehende Dateiablagesysteme habe, die ganz einfach über so eine Registerkarte einzubinden. Genau,